Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 13 Karrieremodus. Yo, heute geht's weiter im neuen Jahr. Auch das erste Mal endlich mal wieder mit zwei Spielen. Gegen Energie Cottbus und den TSV 1860 München nach dem Pokal aus gegen die Bayern. Sollte heute schon wieder ein bisschen mehr was punktemäßig zusammenkommen, damit man doch ein bisschen auf die oberen Tabellenränge springen kann. Das Ganze wird nicht ganz leicht, nachdem man ja eigentlich in der Liga zuletzt doch nicht wirklich überzeugt hatte. Es gab eigentlich nur einen Sieg aus den letzten 4 oder 5 Spielen und das ist dann natürlich nicht so erfolgreich. Aber mal schauen, was das heutige Spiel so parat hält. Der SSV Jahn Regensburg heute natürlich mal wieder mit einer sehr interessanten Innenverteidigung, mit beispielsweise Kotzkau in der Innenverteidigung neben Nachreiner. Das Ganze gab es so auch noch nicht zu sehen. Das Ganze natürlich bedingt durch die Verletzungsanfälligkeit und natürlich auch die Sperren. Und Kotzke präsentiert sich gleich mal mit dieser Szene und der roten Karte. Ja, erstmal wunderschön zu spät gekommen und ja, dann sieht man ganz unglücklich aus. Es gibt natürlich Rot. Ja, da wollte man den Ball abnehmen und dann ist der Gegner auf einmal da. Nun gut, soll aber Jahn Regensburg nicht einschüchtern, denn Zwiebelsturm schießt gleich mal nach 17 Minuten aufs Tor, leider drüber, aber schön vorbeigegangen auf jeden Fall. Danach gab es diesen Freistoß von Rahn, der kam sehr gefährlich, aber das ist keine wirkliche Gefahr dann für Kirchbaum im Cottbuser Tor. Aber dieser Schuss wäre eine richtige Gefahr gewesen, wenn die Latte nicht da gewesen wäre. Wäre der vielleicht sogar reingegangen von Zwiebelsturm, dann kommt aber dieser Schuss von Stiepermann. Und Hofmann ist im Nachfassen dran. Nächste Situation für Cottbus. Langer Ball hoch auf Banovic. Der ist jetzt ganz, ganz frei. Dreht sich nochmal, geht dann in den Strafraum rein. Dann geht der Ball zu Sörensen. Der legt ab auf Ahnung und der trifft nur die Latte. Sehr, sehr viel Glück da für Hofmann und den SSV Jahn Regensburg. Aber kurz vor der Pause gab es nochmal eine Chance für die Regensburger. Das ist Kjalka. Der kommt mit der Flanke und da kommt Wiesmeier mit dem Kopfball. Aber das ist keine große Gefahr. Pause 0-0. Also weiter geht's in die zweite Hälfte. Die gleich über Zwiebelsturm kam. Schöner Ballgewinn hier und dann gleich der Schuss. Aber Kirchbaum braucht da nicht ansatzweise gefährlich rangehen. Sanogo kommt rein für Stiepermann. Dedola kommt rein für Wiesmeier und ab in die nächste Szene. Die kommt von Hain und da ist Zwiebelsturm in der Mitte und der kommt nicht gut an den Kopfball ran und ist dann auch ziemlich doof aufgekommen. Glück für Zwiebelstürmchen, dass da nichts Großes passiert ist. Hat sich nur ganz kurz verletzt, musste ganz kurz raus. Aber da kommen keine bleibenden Schäden bei raus. Trotzdem, zur Vorsicht, sollte er rausgehen, was er auch dann tut. Sembodo kommt rein und soll nochmal für Gefahr vorne sorgen, was Zwiebelsturm auch heute nicht geschafft hat. Dann kommt nochmal die Chance von Adlung. Da hatte man wieder Glück und mit Hofmann einen exzellenten Keeper. 0-0 noch, 10 Minuten zu spielen. Das ist weidlich. Der rennt und rennt, sieht, dass Sembodo startet. Der spielt den Ball und Sembodo schießt mit dem schwachen Fuß. Aber das ist auch keine wirkliche Gefahr. Ball trifft höchstens das Außennetz und das war es dann auch. Nochmal weidlich, fast ähnliche Situation. Diesmal kommt der Ball aber zu Jim Patrick Müller. Der versucht es auch mal mit seinem schwachen Fuß, aber auch da ist Kirchbaum dran. Also 0-0. Keine erwähnenswerten Szenen weiterhin gewesen. Das war ein ja, recht langweiliges, schwaches Spiel. Leider auch mit einer roten Karte, was natürlich nicht so toll ist und wo man natürlich sich wieder schön ja, in den Arsch beißen möchte, weil sowas einfach nicht passieren darf. Wieder nur ein Punkt geholt, wieder nur ja, den Platz allerhöchstens gesichert und langsam rutscht man dann aber auch ab. Platz 4 ist es jetzt noch, aber das kann sich dann ganz schnell ändern. St. Pauli 42 Punkte, Duisburg 42 Punkte. Und die drücken natürlich. Deswegen wäre es gegen 1860 München natürlich sehr, 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 sehr gut, endlich mal wieder 3 Punkte mitzunehmen. Und das soll heute geschehen. Natürlich nach der Sperre wieder von Kotzka eine interessante Innenverteidigung. Diesmal aber wieder mit Laurito und Nachreiner. Unter Warren auf links außen, den gelernten Linksverteidiger. Also das könnte schon sehr interessant werden. Szene beginnt aber gleich wie im letzten Spiel mit einer sehr unschönen Szene. Das kommt nämlich von Meier und Jim Patrick Müller, der erstmal umgeholzt wird. Natürlich keine wirkliche Absicht dahinter vom TSV 1860 München Spieler. Und ja, Jim Patrick Müller muss raus und musste zum Verdacht ins Krankenhaus. Und dann bestätigt sich der Verdacht. Er hat einen gebrochenen Knöchel. 3 Monate fällt er aus. Das ist natürlich ziemlich scheiße. Aber dafür gab es diesen Freistoß, der ansatzweise gefertigt kam auf das Tor von Vierei. Dann Hain mit dem Kopfball, aber der kriegt den Ball nicht wirklich ran. Ziemliches Durcheinander da, da kommt Rahn nochmal an den Ball. Und dann ist die Szene auch geklärt, weil es Handspiel gab. Zwiebelsturm dann mal mit diesem Schuss, da wollte er den
Ball mal ganz interessant in den rechten oberen Winkel setzen. Rein physikalisch gesehen unmöglich, aber wer weiß, der Warren dann mal mit dieser Flanke auf Zwiebelsturm, aber auch der muss noch ein wenig beim Kopfballpendel ja, extra Schichten einlegen. Zwiebelsturm dann mit diesem Schuss, der Ball wollte heute einfach nicht reingehen, so wie im letzten Spiel auch. Da hätte aber auch ruhig mehr draus werden können. Kurz vor der Pause nochmal der Warren. Der Linksverteidiger versucht sich immer mit einem Schuss, aber der ist nicht gefährlich für Kira. Und so geht's auf die andere Seite. Nach einem schlechten Abschlag kriegt Halfer den Ball. Hofmann sah dann nicht gut aus. Halfer mit dem Ball nach unten als Meier und er macht das Ding rein kurz vor der Pause in der 40. Minute. Das 1-0 für 1860 München. Ja, Keeper-Fehler nach diesem Abschlag und dann eine gute Flanke reicht jetzt für 1860 München für das erste Tor. Aber Jan Ringsburg hat sich hier nicht von beirren lassen. Versuch's doch mal über der Warren. Aber dann geht schon wieder auf die nächste Seite, auf die andere Seite. Und da ist schon wieder Meier dran. Der macht bisher ein sehr gutes Spiel. Und kurz vor der Pause gab es noch mal diesen Pfostentreffer. Also sieht nicht schön aus zur Halbzeit für den SSV Jahren Regensburg. Liegt 0-1 hinten. Stefan Meier in der 40. Minute. Jetzt aber noch mal auf die andere Seite. Wieder in die zweite Hälfte. Da kommt der Schuss von Stefan Meier. Aber da ist Hofmann dran, kann klären. Kurz wird eingewechselt für Wiesmeier, der ist kurz am Ball, Dedola kriegt den Ball, dann kommt Zwiebelsturm aus der Drehung, aber auch wieder keine Gefahr für Kira, der ein exzellenter Keeper ist. Und ja, dann kommt der Ball lang auf Blanco, der verlängert per Kopfball auf Meier, der ist auf einmal ganz klar durch, versucht sich dann mit dem Schuss, da ist Hofmann nochmal dran, Ball springt zu Bierhoff-Ka, aber Lorito ist schneller am Ball. Will klären, schafft das nicht. Halfer am Ball, legt den Ball in die Mitte. Dann kommt der Ball zu Blanco und Bierhoff-Ka auf den Außen. Der passt nochmal in die Mitte zu Meier. Und der wird gefoult und dann gibt es die Doppelbestrafung. 11 Meter und rote Karte. Und Stefan Meier ist verletzt. Zwei Verletzungen in einem Spiel. Das ist natürlich sehr, sehr stark, wenn man das mal so ironischerweise sagen möchte. Kurz kriegt die rote Karte. Er ist reingekommen, jetzt schon wieder mit Rot vom Platz. Ja, das läuft doch nicht so wirklich. Schindler kommt rein für Meier. Und dann gibt es den Elfmeter, den macht Stoppelkamp, tritt an und verschießt drüber, musste Hofmann nicht eingreifen. Nochmal die Chance für SSV Jahren Regensburg, vielleicht noch was zu leisten, der Trick von Zwiebelsturm und das in die Mitte ziehen, leider nicht erfolgreich hier. Aber nochmal die nächste Chance über Haag, der versucht es mal mit der Flanke, der kommt nicht gut rein, aber mit dem Kopfball aus der 16 Meter Linie, 16 Meter Entfernung. Nicht ansatzweise gefährlich. Bierhoff-Ka versucht es nochmal mit einem guten Pass auf Blanco, der schießt. Laurito kommt nicht ran. Und das Ding ist drinne. 2-0, 89 Minuten Vorentscheidung. Sieht genau so aus. Und so konnte dann nur noch eine Chance rausspringen für SSV Jahren Regensburg über Zwiebelsturm, der wieder das Tor nicht trifft. Und so war es dann schon zu Ende. 0-2, also Defensivleistung wieder nicht gut. Und vorne wurden die Tore nicht gemacht. So, also die erste Niederlage im neuen Jahr von dieser Sicht aus gesehen. Und es wird langsam eng. Denn St. Pauli hat in seinem Spiel immerhin einen Punkt geholt. Und ist damit an der SSV Jahren Regensburg vorbeigezogen. Sprich nur noch Tabellenplatz 15. Und Duisburg drängt natürlich auch. Das ist nicht schön. Immerhin kann Kamuwaka wieder spielen, nachdem Jim Patrick Müller sich verletzt hat. Kamuwaka natürlich einer, der für die Sechser und für die Innenverteidigung sehr, sehr interessant ist und auch zukünftig wahrscheinlich wieder aufgestellt werden würde. Werden wir sehen, wie das dann so läuft in den nächsten Spielen. Hoffentlich wieder ein wenig gut und dann vielleicht mal mit keiner roten Karte. Also bis dahin. Tschö.